Und es gibt ja noch eine ganz einfache Maßnahme, die jederzeit die Politik durchsetzen könnte, wenn sie wirklich keine Hungerlöhne wollten. Und das ist die Einführung eines Mindestlohnes, so wie er in fast allen europäischen Ländern existiert. Und dieser Mindestlohn, der würde noch nicht mal Geld kosten, öffentliches. Im Gegenteil, er würde sehr viel öffentliches Geld sparen. Die FDP erzählt ja gerne, dass sie Subventionen abbauen möchte. Aber es gibt eine Subvention, die wollen sie sogar noch ausbauen. Und das ist die Subventionierung des Hungerlohnsektors durch die Hartz-IV-Aufstockerregelung. Diese Subvention kostet den Steuerzahler jährlich zurzeit etwa 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden, die im Grunde an die Unternehmen fließen, damit sie diese niedrig bezahlten Jobs aufrechterhalten. Das ist die Subventionierung von Hungerlöhnen. Und die Einführung eines Mindestlohnes würde mit einem Schlag diese 10 Milliarden Euro überflüssig machen und die Lebensverhältnisse der Menschen, die betroffen sind, deutlich verbessern. Weil sie eben dann auch nicht mehr zum Amt laufen müssen, was ja auch entwürdigend ist, wenn man arbeitet und dann trotzdem noch dort Almosen beantragen muss. Das wäre alles mit einem Mindestlohn sofort überwindbar. Das heißt, wenn Sie immer sagen, ja, bestimmte Dinge, die können wir uns alle nicht leisten, weil sie so viel Geld kosten, das würde nicht Geld kosten, das würde Geld bringen, das würde die öffentliche Hand tatsächlich auch Geld sparen. Aber über dieses Gerede, wir haben ja kein Geld und wir können uns ja so viel nicht leisten, das kennen wir jetzt auch seit vielen, vielen Jahren. Seit vielen, vielen Jahren erzählen sie uns, wir haben kein Geld für sichere Renten, für eine armutsfeste und ordentliche Gesundheitsversorgung. Wir haben kein Geld für ordentliche Bildung, wir haben kein Geld für soziale Sicherheit. Für all das haben wir irgendwie seit Jahren kein Geld. Und die gleichen Politiker allerdings, die uns das seit vielen, vielen Jahren erzählen, die haben vor anderthalb Jahren überhaupt kein Problem gehabt, von einem Tag zum nächsten richtig viel Geld zu haben, nämlich 480 Milliarden, als aber nicht mehr Arbeitslose und Rentnergeld gefordert haben, sondern als die Banker auf der Matte standen, da hatte man in einer Nacht- und Nebelaktion 480 Milliarden verfügbar, um sie in diesen Banken zu versenken und ihnen ihre Verluste abzunehmen. Da hatte man Geld. Und das heißt, Leute, die so agieren, glauben sie ihnen nie wieder, wenn sie aufstehen und behaupten, sie hätten kein Geld. Naja, da suchen offenbar ein paar Leute, Argumente durch Geplärr zu ersetzen. Ich glaube, das nehmen wir lieber nicht weiter ernst. Also wie gesagt, Sie haben kein Geld, es ist eine verdammte Lüge. Und Sie haben ja jetzt schon wieder Geld. Sie haben jetzt schon wieder Geld, um die Finanzmärkte zu stabilisieren. Sie haben 22 Milliarden, wir haben es gerade heute im Bundestag abgestimmt, zur Verfügung gestellt für Griechenland. Und man muss natürlich deutlicher sagen, nicht für die griechische Bevölkerung. Der griechischen Bevölkerung wird ein brutales Sparpaket diktiert, das dieses Land in die Depression und die Menschen in schlimmste Armut stürzen wird. Dieses Geld, was Sie da jetzt schon wieder haben, diese 22 Milliarden, ist wieder ein Geld, was faktisch in ein Bankenrettungsprogramm fließt. Ist wieder Geld, was die rauskaufen soll, die sich dort verspekuliert haben. Das heißt, es ist wieder Steuergeld, was am Ende in den Rachen von Großbanken wie der Deutschen Bank und anderen fließt. Und wenn man sich das überhaupt vergegenwärtigt, was mit diesen Banken da abläuft, ich muss sagen, da stellen sich mir die Nackenhaare quer, weil es ist einfach unglaublich. Wir haben ja weltweit, die Staaten haben sich immer mehr verschuldet in den letzten Jahren. Sie haben beispiellos seit 2007 ihre Verschuldung nach oben getrieben. Aber nicht, weil irgendein Land die sozialen Leistungen ausgebaut hat, sondern weil all diese Länder eben die Verluste und Spekulationsprobleme der Banken auf ihre Kappe genommen haben. So, und jetzt sind die Staaten selber in Problemen, weil die Banken auf ihre Pleite spekulieren. Das heißt, wenn ich mir diese Gemengelage genau angucke, das ist doch in etwa so, als wenn ein Einbrecher mir mein Haus leerräumt. Und dann sage ich zu dem Kerl nicht etwa, also der wird gefasst, man weiß, wer es ist. Und dann sage ich nicht etwa so, jetzt gib mir meine Möbel zurück. Sondern ich sage, guter Mann, ich habe keinen Tisch, kein Bett, kein Stuhl, ist verdammt unbequem. Du weißt ja, du hast mich ja ausgeraubt. Sei doch bitte so nett, gib mir einen Kredit, damit ich mich neu einrichten kann. Und dann ist dann immer noch nicht das Ganze am Ende. Sondern dann schaue ich auch noch mit aller Seelenruhe zu, wie der Mensch die Zinsen auf diesen Kredit immer weiter nach oben treibt. Im Extremfall, zum Beispiel eben jetzt bei Griechenland, so weit nach oben treibt, dass das Land zahlungsunfähig ist.
Und dann lasse ich mir den Gerichtsvollzieher ins Haus schicken. Und dann lasse ich mir zum zweiten Mal das ganze Haus leerräumen und da gehen dann auch noch all die Sachen mit, die der Einbrecher beim ersten Mal noch vergessen hat. Das ist doch das, was die Politik gegenüber diesen Banken betreibt. Und ich finde, diese Politik ist ein Skandal. Und alleine dafür verdienen sie allesamt abgewählt zu werden, weil alle waren sie an diesen Paketen beteiligt. Und das ist auch der Grund, warum wir als Linke dem Rettungspaket heute im Bundestag nicht zugestimmt haben, sondern dagegen gestimmt haben. Und ich muss sagen, es ist traurig, dass wir die einzige Partei waren, die dagegen gestimmt haben. Die Grünen haben zugestimmt. Das ist wahrscheinlich ja nicht so erstaunlich, weil wenn man sich Herrn Rüttgers als künftiger Koalitionspartner empfehlen will, dann muss man natürlich auch solchen Gesetzen zustimmen. Ja, und die SPD hat sich enthalten, wohl mit Blick auf den Wahlsonntag. Aber auch eine Enthaltung ist keine Auseinandersetzung mit den Grundproblemen. Und das Grundproblem ist tatsächlich, man muss diese Finanzhaie an die Kandare nehmen und man muss vor allen Dingen sie zur Kasse bitten, die das alles verursacht haben und nicht wieder den Steuerzahler und nicht Otto Normalverbraucher. Und da ist ja auch was zu holen. Die Deutsche Bank, einer der Hauptprofiteure, indirekt zumindest, der staatlichen Rettungsmilliarden in Deutschland. Die Deutsche Bank schreibt schon wieder 30% Eigenkapitalrendite. Herr Ackermann genehmigt sich Boni in Höhe von 10 Millionen und die Dividende wird um 50% in diesem Jahr erhöht. Das heißt, diese Bank zockt schon wieder, als hätte es keine Finanzkrise gegeben und die Politik guckt zu und holt sich nicht einen einzigen Cent von diesem Geld zurück. Wir haben heute im Bundestag als Linke auch eine Bankenabgabe beantragt. Eine Bankenabgabe nach dem Vorbild der USA. 1:1 das, was Obama in den USA vorgeschlagen hat. Diese Bankenabgabe würde für Deutschland bedeuten, dass die Banken im Jahr 9 Milliarden zahlen müssten, und zwar die großen Banken. Das ist nicht gerade überwältigend. Also die Bundesbank hat kürzlich veröffentlicht, dass die deutschen Staatsschulden allein infolge der Bankenrettung um 98 Milliarden Euro schon bis jetzt angestiegen sind. Das heißt, mit dieser Bankenabgabe würden die Banken 10 Jahre zahlen, um alleine das zurückzuzahlen, was sie schon bisher an zusätzlicher Staatsverschuldung verursacht haben. Und da ist sogar Zins und Zinseszins nicht eingerechnet. Aber selbst diese bescheidene Bankenabgabe wurde von dieser Regierung und von allen anderen Parteien abgelehnt. Das heißt, sie wollen sich einfach nicht mit den Wirtschaftsmächtigen und den Finanzhaien anlegen. Das ist das Problem. Deswegen geht Herr Scholz lieber als devoter Bittsteller zu Herrn Ackermann und bedankt sich am Ende noch für die Peanuts, die er dort bekommt. Das ist doch lächerlich. Man darf nicht bei denen Bittsteller sein, sondern man muss es sich zurückholen. Es ist das öffentliche Geld. Die Dividende, die die Deutsche Bank ausschüttet, ist unser aller Geld. Das haben Rentner, Hartz-IV-Empfänger und Beschäftigte bezahlt. Das muss man doch mal sehr, sehr deutlich sagen.